Okay, also von meiner Seite, von FX Flat, nochmal wunderschönen guten Morgen an alle Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung mit Dirk. Ja, bevor wir starten, noch die Benutzerhinweise, oder vielmehr die Risikohinweise. Ne? Verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Jeder trifft seine eigene Entscheidung. Die Meinung des Referenten muss nicht unbedingt der von FX Flat entsprechen. Und die Analysen, Meinungen, Kurse und anderweitige Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, dürfen nicht als Aufforderung zum Handel mit Finanzprodukten aufgefasst werden. Ja, Dirk, ich übergebe dir das mal, ne? So, spannende Sache heute. So, wenn jetzt irgendwas richtig gelaufen ist, dann sollte man jetzt meinen Bildschirm sehen. Ja? Ist das so? Okay, gut, da kommen 2, 3 Ja's, das reicht mir jetzt erstmal. Also auf jeden Fall doch insgesamt ein sehr, sehr lustiger Start heute Morgen mit dem Wolfgang, der sich nicht verschlafen hat, sondern nur technische Probleme hatte. Nee, ich habe vorhin echt ihm gesagt, hä? 8:44 Uhr, kein Mensch da. Und da musste ich erstmal FX Flat anrufen. Und keine Ahnung, wo sie den Wolfgang da aufgetrieben haben. Auf jeden Fall ist er jetzt ja da und ich sage an der Stelle: Hallo und herzlich willkommen zum chaotischen Live-Trading mit meiner Wenigkeit und FX Flat zur Markteröffnung. So. Das heißt, wir fassen uns jetzt auch erstmal ein bisschen kürzer, obwohl der Markt rennt ja auch nicht unbedingt weg. Nein, was hat mich wirklich gerade so verblüfft? Normalerweise bin ich ja der, der irgendwie dann auf den letzten Drücker mal noch irgendwelche technischen Herausforderungen dann halt zu meistern hat und irgendwie es auch mal schafft, seinen Server abzuschießen, 1 Minute vor Webinarstart oder das Internet irgendwie loszuwerden. Von daher bin ich da natürlich jetzt erstmal. Ja, was soll ich sagen? Erleichtert nicht, aber ist ja auch mal nett zu sehen, dass man nicht immer der Einzige ist, der halt irgendwie die Technik vergeigt. So, ich hoffe, euch geht's gut. Hier ist ja schon einiges los. Das heißt, ihr habt euch auch durch den etwas chaotischen Start nicht davon abhalten lassen, hier trotzdem dabei zu bleiben. So, ich gehe ja dann auch mal gleich auf den Bildschirm. Ich habe vor lauter Langeweile vorhin, weil ich heute so früh an war, hier noch was Neues belegt auf meinem Stream Deck hier. Mal gucken, ob das funktioniert. Also, wenn ich jetzt auf den Bildschirm wechsle, sollte es ein bisschen anders aussehen. Und dann gucken wir jetzt erstmal den Markt mal zusammen. So, da sind wir also. Also Wolfgang, du darfst trotzdem immer noch reden, ne? Du hast kein Sprechverbot oder so. Und wenn du was zu sagen hast, dann immer sehr gerne raus damit. Man darf mich natürlich ja auch unterbrechen. So, das heißt, der Markt hat vor einer Sekunde beziehungsweise vor 20 Sekunden gestartet. Und ich fange wie immer an hier mit meiner Übersicht im H1. Weil so irgendwie im Punkt 9 Uhr eine Position aufmachen, das funktioniert meistens nicht. So, und das heißt, wir bleiben jetzt erstmal hier beim DAX mal ganz kurz. Also, was jetzt die Eröffnung angeht, was man halt sieht, ist halt gestern, dass hier die 14.566, dass die halt eigentlich soweit erstmal gut gehalten hat. Da gab es einen kurzen Spike drunter, hier runter auf die nächste Linie. Also generell halt hier die Supportzone. Und das sieht so ein bisschen aus, als würden wir die jetzt gleich nochmal testen. Das heißt, das wäre dann halt wohl auch meine erste Amtshandlung. Also wenn er das macht, wenn er hier nochmal runterkommt, dann dort halt auch nochmal einen Long aufmachen. Weil das Einzige, was wir jetzt haben, ist halt eine Seitwärtstendenz. Also mehr sehe ich halt hier im Moment absolut noch gar nicht. Weil, warum seitwärts, warum nicht etwas short? Ich meine, wir haben ja halt grundsätzlich, kommen wir hier oben runter, ne, haben hier. In dem Bereich war halt ein Support, der wurde gebrochen, jetzt wurde er getestet, jetzt kommen wir nochmal runter. Das ist schon soweit richtig. Was aber halt eben auch so ein bisschen ins Auge fällt, das ist diese Geschichte hier. Also wir hatten halt hier, das ist jetzt natürlich nur der Stundenchart, wenn man sich das im kleineren Timeframe anguckt, sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Aber generell haben wir halt hier ein korrektives Hoch und dann halt hier so ein Spike und dieses korrektive Hoch wurde gekauft. So, das heißt,
Eigentlich, wenn es jetzt sauber Short gewesen wäre, hätte er nicht unbedingt nochmal über dieses Hoch laufen sollen. Mir ist schon klar, dass das markttechnisch jetzt erstmal soweit okay ist, wenn man das ein bisschen größer betrachtet. Also das ist halt erstmal immer noch Short, die ganze Geschichte. Aber man sieht aber trotzdem, dass halt hier die Gegenwehr recht hoch ist an der Stelle. Und deswegen würde ich da erstmal drauf tippen, dass wir da halt noch ein Stück weiter seitwärts laufen und der DAX halt schon nochmal versuchen würde, da halt oben die Hochs von gestern dann halt auch entsprechend rauszunehmen. Versuchen, ja. Ob er das jetzt macht, weiß ich natürlich nicht. Aber der Versuch liegt für meine Begriffe schon so ein bisschen nahe hier. Und deswegen glaube ich, dass da erstmal, solange da halt nicht wirklich irgendwas ganz übel hier runterbricht, also unter, vor allen Dingen unter das Tagestief von gestern, ist es, glaube ich, relativ ungefährlich. Muss man sich gleich mal ein bisschen genauer angucken, im kleineren Timeframe. Aber mehr sehe ich da momentan nicht. Und wäre auch ganz wünschenswert, wenn wir hier mit ein bisschen mehr Schmackes da halt runterkämen. Und weil wir dann natürlich dann halt auch die Strecke halt zurück bis zur Öffnung dann halt eben dann auch ein paar Punkte ausmachen würde. Ich gehe jetzt mal direkt rüber auf den Handelsbildschirm und dann gucken wir uns dort mal das Ganze im Kleinen noch an. Und es sind ja noch nicht mal 5 Minuten vorbei. Das heißt, die 5-Minuten-Kerze ist hier schon mal ein paar Punkte lang, irgendwie 30 Punkte. Das ist ja immerhin schon mal was, wo man sagt, na gut, das sieht schon wenigstens ein bisschen nach Bewegung aus. Weil als ich vorhin drauf geguckt habe, habe ich halt wirklich gedacht so, oh mein Gott, ob das halt heute hier überhaupt eine Wohler wird, weil es halt so seitwärts aussah, das ist so ein bisschen fragwürdig. Was ich natürlich halt parallel immer im Auge habe, jetzt nicht, weil irgendwie der DAX den Ton beim Dow angibt oder der Dow beim DAX, sondern weil die beiden halt ja doch immer so ein bisschen, zumindest vom Impulsverhalten, gleichgeschaltet sind. Und beim Dow, weil hier brennt jetzt erstmal nichts an. Ich gehe gleich rüber, wenn ich halt irgendwie sehe, okay, jetzt ist irgendwie, könnte man langsam mal aktiv werden. Beim Dow fällt halt auch auf. Also das war gestern sehr, sehr, sehr gut zu handeln. Und ich hatte ja auch in der Gruppe noch geschrieben, ich rate, hatte ich extra dazu geschrieben, weil ich bin überhaupt kein Freund von irgendwie Meinungstrading, ne? So nach dem Motto, ja, ich bin der Meinung, der Dow läuft heute noch da und dahin. Solche Aussagen gebe ich eigentlich ja nie von mir. Und weil ich halt immer sage, was interessiert den Markt denn meine Meinung? Das ist dem total egal. Und im Endeffekt muss man halt einfach hingucken, was halt passiert. Und tatsächlich habe ich aber da halt richtig geraten, weil ich gesagt habe, wir laufen mal kurz oder zumindest mal über 800. Das sollte irgendwie im Laufe des Tages drin sein. Kommend hier von der 526, die ich auch, glaube ich, in der Gruppe Long gehandelt habe. Bin ich mir eigentlich gerade relativ sicher, aber auf jeden Fall halt gestern mehrere Long-Szenarien hat man auch gesehen. Ich meine, das war ja so die einzige Richtung, die er halt gestern gekannt hat. Und da habe ich halt auch gesagt, so mehr, also hier von der Korrektur, also ich wollte ja ursprünglich nur bis zur 662. Dann habe ich gesagt, ja, runter nicht unbedingt, zumal die nicht short ist. Aber wenn wir halt da runterkommen, dann halt viel weiter als das Gap sehe ich ihn nicht. Ne? Und ich habe ja auch mal noch geschrieben, irgendwie die Tage, so wenn der Dow irgendwo ein Gap hat, Gaps sind sein Hobby. Und deswegen würde ich mal auch hier ganz klar tippen, dass wir halt einmal auf das Gap halt hier drauf tippen und dann entweder auf der Oberseite oder Unterseite dann da halt scheitern. So, und weshalb ich jetzt hier mal noch so entspannt zugucke, obwohl wir hier an der grünen Linie jetzt erstmal sind, also an der 14566, die schon mal gekauft wurde, liegt daran, weil ich halt, wie gesagt, versuche, die beide so ein bisschen in Einklang zu bringen. Und wenn ich halt sehe, wie jetzt hier zum Beispiel, dass der Dow noch nicht fertig hat, ja, weil das ist das einzige plausible Ziel, was der hier hat, das Gap. Und solange der Dow noch nicht fertig hat, wird der DAX halt auch noch runterdrücken. Und also in der Regel ist das so, ne? Und deswegen versuche ich, die beiden da halt immer so ein bisschen, ja, synchron ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber vielleicht ist es ja irgendwie so eine Art synchron schwimmen, synchron tanzen, was da halt abgeht. Und dann kann man auch so ein bisschen besser einsortieren, ob jetzt so eine grüne Linie zum Beispiel hält oder halt nicht, ne? Und man sieht es ja auch gerade, der Dow läuft jetzt genau dahin, ja, genau zum Gap. Der DAX hängt sich jetzt hier an das Vortagestief und das passt jetzt dann auch zusammen. Und das heißt, jetzt könnte man mal versuchen, und hier auf den DAX, das wäre dann jetzt die Stelle, wo ich dann sagen würde, gut, das kann man jetzt, glaube ich, mal irgendwie versuchen hier zu handeln. Also Vortagestief sollte eigentlich nicht ohne weiteres
gekillt werden, auch wenn wir jetzt hier mal einen Spike drunter kriegen. Da bin ich aber dann trotzdem, glaube ich, mal todesmutig. Mal versuchen, gleich irgendwie long zu platzieren. Ich warte aber jetzt erstmal so ein bisschen ab. Hier an der Stelle. Ich meine, wenn das jetzt durchrauscht, ja, weil ich habe ja gesagt, solange wir nicht deutlich unter das Vortagestief gehen, sehe ich erstmal keinen Grund, nicht long zu gehen. Das heißt aber, wenn wir jetzt hier natürlich durchdrücken ohne Ende, dann ist natürlich irgendwie, macht es halt keinen Sinn, ne, da jetzt irgendwie halt auf long dann halt zu bauen. Dann gucke ich eher mal dann hier auf dem nächsten Level, was ja auch im Live-Chart drin ist. Das habe ich übrigens vergessen freizugeben, fällt mir gerade auf. Ja, das wäre dann hier unten die 505. Und weil er hangelt sich ja halt generell die ganzen Tage da halt ganz gut von Level zu Level, würde ich aber hier auch erstmal mit einer kleinen Size anfangen, also erstmal ein Viertel, wenn er da halt überhaupt hinkommt. So mal sehen, weil das hier sieht so ein bisschen aus wie Stops gefischt, also was heißt gefischt, ne? Fishing klingt immer nach Absicht. Muss es ja überhaupt gar nicht sein. Aber es sieht jetzt schon so aus, als wären hier zumindest so ein paar erstmal halt, als hätten die jetzt erstmal die Flügel gestreckt. Das heißt aber halt noch gar nichts. Und weil es halt in der Regel ja auch so ist, dass natürlich in einem Long-Markt, also ich meine, er ist generell übergeordnet, ist er halt Long, der DAX. Da gibt es ja irgendwie nicht viel dagegen zu sagen. So, und wenn so ein Markt halt long ist, dann versucht man natürlich dann halt immer auch so günstig wie möglich reinzukommen. Und das ist halt eben dann auch der Effekt, wenn jetzt zum Beispiel halt irgendwelche Marktteilnehmer dann halt da halt aufgeben und sagen, boah, nee, ich gehe da raus, dann passieren halt genau solche Geschichten. Und dann kommen eben die anderen und sagen, so, jetzt ist es aber wieder vergleichsweise günstig. Und dann fangen wir wieder an zu kaufen. Ne? Und deswegen ist das halt auch legitim, finde ich. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Tief wie hier des Vortagestiefs, das kann ich euch hier mal kurz einblenden. Hier sieht man es ja, ne, die braune Linie. Wenn so ein Vortagestief mal kurz unterschritten wird, das heißt nicht, dass wir jetzt da halt auch tatsächlich dann halt darunter stranden. Ne? Da würde ich irgendwie jetzt erstmal nicht so viel drauf geben. Trotzdem warte ich jetzt hier mal kurz ab, an Reaktion und vielleicht auch im Orderbuch was zu sehen. Und hoffe natürlich, verpasst das jetzt hier nicht. Das wäre natürlich auch ein bisschen schade, weil generell gehe ich schon davon aus, dass es, wie gesagt, nicht so ohne weiteres bricht. So, das ist aber erstmal meine Meinung. Und meine Meinung ist egal. Also ich muss halt gucken, ob das, was ich vermute, auch in irgendeiner Art und Weise im Markt zu sehen ist. Bis jetzt sehe ich nicht viel davon, außer dass wir halt am Vortagestief hier festhängen. So, ich gehe mal nochmal rüber. Wir haben noch irgendwie 5 Minuten bis zur ersten 15-Minuten-Kerze, bis die fertig ist. Aktuell hängt er erstmal hier. Was man vielleicht machen könnte, ist, also ich bin ja hier im 2-Minuten-Chart, wenn wir nochmal zurücklaufen in die Value Area, dann dort halt versuchen, also die endet ja hier, ne, in dem Bereich, dort halt versuchen, den Markt dann halt skaliert long einzukaufen. Ist natürlich nicht so ganz einfach. Skaliert heißt, ich gehe nicht mit einer fixen Position und einem festen Stop da rein, sondern ich verteile mich. Ne? Das heißt, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel halt den ersten Long platzieren würde, ich mache es nicht, mache die wieder weg, aber wenn ich ihn hier platzieren würde, und dann würde ich mich halt darauf einstellen, dass wir trotzdem halt hier unten halt nochmal das Tief testen und möglicherweise auch hier bis zum nächsten Level da halt runtergehen. Ne? Und das ist halt skaliert. So, und das kann. Das bietet mir halt ein paar Chancen mehr, in den Markt halt reinzukommen. Das heißt, beziehungsweise ein paar Chancen mehr, eine Position auch dann noch im Gewinn zu beenden, auch wenn der Markt irgendwie gegen mich läuft. Und auf der anderen Seite kann es natürlich, wenn man da nicht aufpasst, trotzdem anstrengend werden, natürlich trotzdem auch daneben gehen. Ne? Ist klar, weil ich weiß ja jetzt nicht, verkaufen die Jungs und Mädels hier das Vortagestief hier wirklich raus? Oder war das jetzt wirklich hier nur so ein kurzer Spike, den wir an der Stelle halt sehen? Ich gehe mal ganz schnell hier auf den Down, beziehungsweise auf die beiden nochmal rüber und gucke mir das mal an. Guck mal hier, Down. Sauber ins Gap gestochen. Ne? Das war halt der einzig logische Punkt hier einfach. Aber das hat zumindest mal gepasst. So, und das heißt da auch nochmal deutlich gekauft. Auch, also das heißt, hier haben wir halt auch so ein bisschen die Käufer sitzen. Und von daher, der hätte halt jetzt eigentlich fertig. Und das heißt, wenn man jetzt hier beim DAX bleibt,
Ich weiß gar nicht, warum ich in DAX handle. Ich hätte den Dow handeln sollen. Weil ich handle den DAX eigentlich gar nicht zur Eröffnung, aber ich mache das eigentlich hier so hauptsächlich fürs Webinar. Aber der passt auf jeden Fall, passt der halt dazu. So, und das heißt, ne, wenn wir jetzt hier ein bisschen was sehen, würde ich da halt auch reingehen in den DAX. Aber momentan das Orderbuch ist zum Beispiel sehr ausgeglichen. Es ist auch jetzt hier irgendwie nichts Größeres in Sicht, außer halt hier die Reaktion hier unten, die natürlich jetzt schon relativ deutlich ist. Und er kommt auch erstmal nicht an der Stelle jetzt weiter da unten hin. Trotzdem haben wir jetzt hier erstmal die 15 Minuten. Die würde ich, so, jetzt sieht man ein bisschen was. Die 15 Minuten Kerze, also das, was für mich immer so ein bisschen die erste Tendenz halt darstellt, wie die halt aussieht, die wird halt gleich fertig, ne, in 3 Minuten. Das heißt, die kann aber auch in 3 Minuten gleich wieder hier oben stehen. Möglich ist es. Hier unten haben wir jetzt gesehen, größere Order, also die größte jetzt auf jeden Fall bisher, die hier aufgetaucht ist. Von daher, wenn die nicht fake ist, dann kann es gut sein, dass es halt eben die Spitze vom Eisberg dann halt ist und da halt dann nur jetzt nachgedrückt wird, beziehungsweise von unten quasi halt dagegen gehalten wird, ne, um dann halt mögliche Verkäufer abzufangen oder halt eben auch tatsächlich abzuhalten, da halt weiter runterzugehen, beziehungsweise weiter zu verkaufen. So, hier sieht man jetzt zum Beispiel halt auch recht gut. Ich hoffe, das ist alles irgendwie groß genug hier. Kannst du mal ein bisschen größer machen. So, da liegt der Kollege. Der darf natürlich nicht runter. Ne? Das ist halt klar. Das heißt, aber hier kann man halt aber auch jetzt mit sehr, sehr kleinem Risiko das Ganze aber auch handeln. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich mache es jetzt einfach, hier auf den Knopf drücke, dann weiß ich auch ganz genau, hier unten, ja, da brauche ich nicht mehr als 10 Punkte Stopp jetzt erstmal, weil wenn die echt ist, wird er da nicht durchgehen. Und gleichzeitig, ja, ne, sieht man ja schon. Und das heißt, und gleichzeitig, wenn sie durchgeht, dann klatscht es halt eben unten raus. Und zwar relativ zügig. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die 15-Minuten-Kerze hier endet. Den kann man auch direkt absichern. So, mal gucken, ob wir direkt da halt hochziehen, beziehungsweise bis wohin wir kommen. Jetzt sind wir hier wieder an dem Kauflevel von gestern. Das sind schon mal 20 Punkte. Zwar jetzt hier nur mit einem Viertel. Aber erstmal soweit okay. Und jetzt würde ich halt schon, es wäre es halt schon wichtig, dass wir hier, ist zwar 2-Minuten-Chart, dass wir halt hier über der letzten halt schließen und dann halt wirklich im letzten Impuls dann auch nach oben ziehen. Das heißt, ich gebe den hier mal ganz knapp jetzt erstmal, falls wir hier Nachimpulse nämlich nach unten kriegen. Der muss sofort hoch, sonst kommt er nicht weit, sonst testen wir nämlich wahrscheinlich das Tief nochmal aus. Das sind auf jeden Fall, ist doch auf jeden Fall ein netter Entry gewesen, aber so kann man das halt auch machen. Und hätten wir jetzt auch bei 20 Punkten rausgehen können. Man kann auch immer noch rausgehen. Und aber es ist auf jeden Fall relativ safe, da halt auf diese Art und Weise ein paar Punkte mitzukriegen und halt auch den anderen Marktteilnehmern so ein bisschen über die Schulter zu schauen, beziehungsweise die halt einschätzen zu können, ohne es halt nur zu vermuten. Ich würde sowieso, ne, jeden, der das halt so ein bisschen professioneller machen will. Ich bin ja hier auch im CFD unterwegs. Ich kann echt da nur jedem empfehlen, holt euch die Marktdaten. FX Flat bietet das ja an, weil nur dann sieht man ja auch solche Geschichten, wie ich sie hier jetzt ja auch gerade gezeigt habe. Ne? Das heißt, also erstmal hat man halt hier das echte Volumen aus dem FDAX halt dahinter. Ich habe jetzt hier aus dem Großen eingeblendet, ob man jetzt den Großen dafür nimmt oder den Kleinen, spielt halt auch noch nicht mal eine Rolle. Aber halt, beziehungsweise ich würde schon sagen, dass der Große mehr zu melden hat, aber ich kann halt das Volumen vom FDAX halt hier dahinter blenden. Ne? Und daher kommt auch das Orderbuch und daher kommt auch meine Volumenglocke und so weiter und so fort. So, wenn man die Position jetzt ausbauen will, dann könnte man hier natürlich jetzt direkt reingehen. Ich würde aber mal noch kurz warten. Ob sich das jetzt hier bestätigt, ne, weil das ist jetzt so ein bisschen die, jetzt mal Bruchkante, ne, weil er hatte hier die letzte 2-Minuten-Kerze an der Stelle da halt wunderschön halt auch hier überschritten. Das heißt, die darf er jetzt natürlich testen. Kann auch sein, dass ich jetzt hier jetzt rausfliege, dann eben mit 12 Punkten oder so. Und dann ist halt auch okay. Ne?
Aber vom Prinzip her ist es erlaubt. Wird wahrscheinlich sogar so sein, dass ich hier genau ausgestoppt werde und dann geht es wieder hoch. Achtung! Das ist sehr gut möglich. Aber ist mir auch immer gar nicht so wichtig, jetzt hier unbedingt eine ganze Strecke mitzukriegen, sondern ich glaube, der Lerneffekt, dann halt auch hier zu sehen, okay, wie finde ich denn einen sauberen Entry? Der ist ja auch gar nicht so schlecht. Also das heißt, hier sieht man ja auch, ne, auf dem Punkt 9,17, ich schalte mal den M15 hier ein. So, der hängt jetzt aber hier auch so ein bisschen dran. Ne? Das heißt, da wurde der Support von gestern in 15 Minuten jetzt erstmal halt verkauft. So, das ist völlig okay. Und das heißt, es könnte hier halt auch nochmal jetzt ein Test von den Tiefs halt kommen. Vor allen Dingen, wenn die jetzt halt hier nochmal zum Beispiel diesen kleinen Ausbruch halt, wenn der nochmal verkauft wird, dann würde ich erstmal nicht long gehen, sondern da würde ich erstmal gucken, ob wir das unten nicht nochmal sehen, die ganze Geschichte. Und dann halt gucken, ob das da unten nochmal bestätigt wird. Ne? Weil er hängt jetzt hier jetzt so ein bisschen. Und an der, das ist dieser Spike von gestern, also eigentlich nicht genau der Spike, aber da, wo halt gestern die Käufer reingekommen sind, bei der 14, 5, 4, 6, ist ein bisschen klein hier. Ich kann es selber kaum lesen. Ich gucke mal gerade hier in die Frage. H1 Close über der grünen Linie wäre schon recht bullig. Ja, muss man ein bisschen aufpassen jetzt, ne? Also generell, die 14,566, die haben ja am Freitag irgendwie schon ausgiebig gehandelt, beziehungsweise von oben kommend. Punktgenau, immer, bleibt der nicht. Punktgenau, so, Moment, aber jetzt eins nach dem anderen. Gucken wir die jetzt hier kaufen oder nicht. Wenn wir natürlich schon auch, ich hätte es nichts dagegen, halt auch oben raus zu brechen, wenn er das jetzt irgendwie halt nochmal bestätigen sollte. Oh, das war jetzt halt hier ein bisschen knapp von der Absicherung, aber man sieht, er drückt ja halt schon wieder da oben rum. 19, 5 Minuten und er könnte schon nochmal irgendwie einen Sprung jetzt. Also hier habe ich den 5 Minuten mal parallel eingeblendet. Aber ich versuche mich halt immer zwischen den Timeframes zu bewegen, beziehungsweise die zu kombinieren. Ich weiß, da gibt es da draußen irgendwie halt so Meinungen, wie man darf keine Timeframes irgendwie kombinieren. Ich finde es halt genau umgekehrt. Das ist der einzige Schlüssel, wie es überhaupt funktioniert. Weil ich mit dem M1 oder M2 nicht gegen die Stunde handeln kann. Das funktioniert einfach nicht. Aber gut, da kann ja jeder seine eigene Einstellung haben. Das ist halt meine. So, deswegen, also hier sieht man, ne, diese lange Abwärtsbewegung hier im M5. Aber hier hat es auch keine neuen Hochs. Von daher, glaube ich, kann man da auch mal kurz geduldig sein. Weil was nämlich halt auch relativ selten passiert, behaupte ich jetzt mal. Ich habe es tatsächlich nicht getestet. Ich bin immer ganz vorsichtig mit irgendwelchen Behauptungen, die man nicht belegen kann, ist, dass wenn wir zum Beispiel halt die ersten 15 Minuten, wenn die stark abwärts gerichtet sind und zum Beispiel dann halt so aussehen, ja, dass wir einfach nur ein langes rotes oder in meinem Fall ein schwarzes Ding haben, dass da meistens noch was nachkommt, dass dann halt die nächste nicht einfach so drüber wegrennt und da halt den ganzen Markt nach grün, auf grün wieder dreht. Es kann aber, wie gesagt, jetzt auch eine falsche Wahrnehmung von meiner Seite sein. Von daher jetzt nicht unbedingt drauf versteifen, das könnte man, sollte man aber mal testen. Okay, wo bin ich jetzt gerade? Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Wo war ich denn? Das muss ich kurz überlegen. Also, hier, die ist erstmal verkauft. 5 Minuten Timeframes kombinieren, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ist egal. So, aber generell wäre ich natürlich schon gerne dabei, wenn der Markt halt nochmal nach oben drehen sollte, da halt auch dabei zu sein. Generell geht es in der ersten Stunde natürlich auch um die Stundenkerze, weil das ja letzten Endes das ist, was zeigt, was halt überhaupt passiert ist. Und die könnten wir natürlich schon auch nochmal nach oben drehen, ne? Eigentlich problemlos oben raus über die Eröffnung. Ist aber immer nur die Frage, wie kommen wir denn dahin? Ne, weil jetzt irgendwie, ich könnte jetzt einfach long gehen und dann Stop von 200 Punkten, dann nachher sagen, ja, siehst du, das kann es ja dann auch nicht sein, ne? Sondern ich versuche ja dann natürlich hier
so ein bisschen mit weniger Risiko das Ganze halt auch zu machen. So, wir gehen jetzt hier die Hochs an, aber ob das jetzt hält, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Da wäre ich dann eher ein Freund davon, halt hier nochmal versuchen, mit einer Limit reinzukommen. Warte mal kurz auf die M5 zurück. Ja, ist auf jeden Fall, die Bullen sind auf jeden Fall wach. Also, das steht fest. Ne? Das ist auf jeden Fall genau der Effekt, wo ich vorhin sagte, nur weil wir da kurz mal drunter gehen und das Vortagestief, und das direkt nochmal gekauft wird, kein Grund, irgendwie da halt nicht long zu gehen. Weil halt eben übergeordnet Daily und so weiter sind wir ganz klar long. Das ist überhaupt gar keine Frage. So. Ich gucke nochmal eben kurz. Aber der ging jetzt hier so ein bisschen schnell. Hätte man tatsächlich oben als Stop mitnehmen können, aber na, so ist es halt. Zumindest mal halt irgendwie für nochmal irgendwie 20 Punkte, weil vorhin das waren ja nur irgendwie 10, 12 Punkte oder so. Aber immerhin. Es ist aber auch wirklich, wenn man so ein Webinar macht und so viel reden muss, gleichzeitig reden und dann noch so viel handeln, ist gar nicht so einfach. Da vergisst man selber irgendwie schon mal, was man eigentlich gerade gesagt hat und beschrieben hat und eigentlich vorhat. Boah, was habe ich denn wieder für einen Frosch hier im Hals? Ich glaube, es ist einfach in Corona-Zeiten die trockene Luft in den Räumen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich denke da jedes Mal, ich fussel nur noch so vor mich hin, habe ich manchmal den Eindruck. Und da muss man irgendwie dauernd mal das Fenster länger aufstehen lassen und mal kurz frieren, bevor man halt irgendwie an der trockenen Luft zugrunde geht. Also mir, also ich habe da echt so mein Stress mit der trockenen Luft. Kann sein, dass ich deswegen jetzt auch, weil ich merke das so ein bisschen irgendwie beim Atmen, irgendwie trockenen Hals. Was ist dieser, was, Chat? Okay, sage ich gleich noch was dazu. Da hat jemand gefragt, wo, also der Raimund, was das für ein Chat ist. Also es gibt ja halt die Facebook-Gruppe Traders Club Stereo Trader und da stelle ich ja halt zum Beispiel halt jeden Tag meinen Blog ein, wo ich ja halt dann auch die Levels präsentiere, bespreche und oft dann halt eben auch, oder das heißt oft, wenn es die Marktlage erlaubt, so wie die letzten Wochen, und dann hänge ich mich da auch schon mal aus dem Fenster und sage, long, long, long und alles andere wird überfahren. Mache ich aber eigentlich eher selten, auch eher ungern, nur wenn ich halt kommen sehe, ja, dass wir halt, als wie es die letzten Wochen jetzt war, dann halt wirklich einen brutalen Markt haben, der nur nach oben geht. Und wenn ich dann halt auch, also jetzt weniger in unserer Gruppe, aber halt in anderen Facebook-Gruppen und mich so halt zum Beispiel umgucke, da suchen alle nach Shorts und da blutet mir echt das Herz. Da denke ich, das kann doch alles nicht wahr sein. Und da geht es irgendwie, keine Ahnung, 10 Tage am Stück nur long und es wird nur Short gesucht. Und dabei, es war so einfach. Und das sind dann halt so Situationen, wo ich dann auch schon mal sage, ey Leute, ne, also wo ich dann halt auch, ich will jetzt nicht sagen, eine Empfehlung gebe, ich darf ja keine Empfehlung geben, aber halt zumindest mal zum Nachdenken anrege und das auch mal ein bisschen intensiver begleite. Und ansonsten ist in der Gruppe, bin ich natürlich nicht der Einzige, da sind noch einige andere wirklich gute Händler, die auch dort ihre Trades und Setups und so weiter halt vorstellen. Also wenn ich dort halt einen Trade mache, die anderen machen es eigentlich genauso, dann auch immer in genau so einer Ausführlichkeit wie jetzt halt hier. Ist natürlich in Textform und Bildform ein bisschen schwieriger, wenn es dann halt mal schnell geht und das dann so genau hinzukriegen. Aber nichtsdestotrotz sind da, glaube ich, schon einige gute Sachen dabei gewesen. Also wie gesagt, nicht nur von mir, sondern auch von anderen. Ich habe ja da nicht irgendwie Exklusivrecht, irgendwie Trades zu posten, will es auch gar nicht. Bin sehr, sehr froh, wenn andere das auch machen. Und noch viel froher, wenn andere damit dann auch zeigen, dass sie Geld verdienen. So, 26. Der M5 bestätigt das so ein bisschen, aber ich traue dem irgendwie noch nicht so wirklich. Ich würde schon irgendwie versuchen, also wenn er es irgendwie machen will, nach oben raus, dann soll er mich hier unten abholen. Ansonsten gefällt mir das Level
Hier nicht so wirklich. Hängt hier so ein bisschen im Nichts, ne? So zwischen hier dem, was gekauft wurde, oben, was verkauft wurde. Da würde ich mal, warte ich mal lieber noch kurz. Auch wenn ich ihn verpasse, ist aber okay. So, ich gehe mal nochmal zurück auf das andere Bild. So, ah, der DAO, ey, mein Gott. Wir sollten echt einführen, hier zur Markteröffnung den DAO zu handeln. Vor allen Dingen, wenn ich gerade, wie vorhin, ne, eigentlich ist das total unsinnig, was ich vorhin gemacht habe. Aber nochmal, ich mache das Webinar hier, weil ich halt auch weiß, es sind viele im DAX unterwegs. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, ne, diese Abstimmung, das ist schon richtig, dass man die beiden halt versuchen kann, in Gleichklang so ein bisschen zu bringen. Und wie ich ja vorhin auch gesagt habe, ich warte, weil ich halt sehe, was der DAO will. Der will hier ans Gap, habe ich ja vorhin gesagt. Und bevor der nicht da ist, wird der DAX auch nicht long reagieren. So, da kann man natürlich sagen, und das ist berechtigt, ja, so handelt doch den DAO gleich, ne? Ja, gebe ich ohne ein Aber, sage ich, ja, hast du recht, ist so, ne? Und hätte ich auch normal gemacht. Ich bin nicht so der DAX-Händler mehr und den DAO, den kann ich irgendwie besser mittlerweile und der macht halt einfach auch Strecke, ne? Und ist so ein bisschen mehr mit Nachdruck immer halt dabei und da lässt sich echt meistens besser punkten als im DAX. Und deswegen hätte ich, wenn das Webinar nicht gewesen wäre, hätte ich den DAX zwar gesehen und gedacht, ja gut, von mir aus hätte aber den DAO gehandelt, ganz klar. Weil es halt auch eine Bewegung ist, die ich gestern schon auf dem Schirm hatte, wo ich sagte, ne, so von wegen, wenn es hier überhaupt runter geht, viel weiter als Gap, glaube ich nicht. Und wenn ich wette, ohne es jetzt getestet zu haben, wenn ich jetzt hier ein paar Fibos dran hänge, dann liegen wir da bei einer 61. Und von daher passt es wahrscheinlich dann hier halt auch genau mit rein. Ja, ein kleines Stückchen, ne, hier sieht man, kleines Stückchen fehlt noch, aber halt vom Prinzip her völlig in Ordnung. Und zumal auch hier, da ging es ja auch gestern den ganzen Tag drum, ne, dass halt hier das Gap halt gekauft wird. Da wollte ich ja auch durch, habe ja auch den Trade dazu entsprechend gepostet, wie gesagt, und dann beschrieben, hier ab der 526, wo ich gesagt, hier rauf bis zur 662, das sollte auf jeden Fall irgendwie machbar sein. Hat er dann irgendwie in zwei Etappen gemacht. Genau, die erste kam irgendwie mit 55 Punkten plus und die zweite, da war ich nicht rechtzeitig, aber mein Handelsansatz ist ja öffentlich und der besagt ja halt auch, zum Beispiel jetzt hier die 526, die war ja gestern auch schon grün und wenn ich einen Stundenschluss drüber habe, ne, wie das ja hier passiert ist, und dann ist das halt ein Limit-Level für Long und deswegen habe ich die auch nochmal aufgemacht und habe den dann auch nochmal beschrieben und dann ist es ja halt hier auch sauber hingelaufen. Später dann sogar hier oben konnte man das weiter fortführen. Da hatten wir einen Stundenkurs über der 662 hier im DAO. Ne, also hier ein ganz kleiner und dann nochmal bestätigt, habe ich auch gesagt, nach Legende, weil, beziehungsweise aus der Gruppe hat es jemand gefragt und ich habe es aufgegriffen und gesagt, ja, eigentlich schon. Ne? Also wir sollten ohne irgendwie Rücksetzer da zur 795 kommen, zum nächsten Gap und das hat er auch gemacht. Also das war gestern halt wirklich ein Bilderbuch. Und von daher, da diese Bewegung so ein bisschen gefehlt hat, ne, also hier nochmal ein Rücktest vom Gap. Ich meine, es wurde hier gekauft, ja, den ganzen Tag ging es drum. Dann wurde es hier gekauft und dann gab es nicht mal mehr einen Rücksetzer dahin. So, und den haben wir jetzt gemacht. Und von daher war der halt völlig plausibel, dass der kommt und vor allen Dingen, dass er jetzt auch erstmal hält. Und nur weil es gestern nicht passiert ist, heißt es das nicht, dass es heute vergessen wird. Ne? Und da muss man natürlich, ich sag mal, um sowas halt auch irgendwie sinnvoll einschätzen zu können, muss man natürlich schon den Markt ein bisschen genauer beobachten um dann eben halt auch auf sowas zu kommen. Aber ich glaube, man kann es generell auch irgendwie formulieren mit den Worten, der Markt vergisst nie. Ich glaube, die Kamera hängt hier so ein bisschen weit auf der Seite. Ne? Ich versuche ein bisschen zu drehen. So ist, glaube ich, besser. So. Genau, und generell, ich weiß jetzt nicht, wie viele hier neu sind. Vielleicht können die Neuen ja in der Runde mal irgendwie kurz ein X in den Chat geben, damit ich mal so ein bisschen Gefühl auch dafür kriege, ob es jetzt hier alles nur Gruppenmitglieder sind oder wie viele neue, damit ich auch mal weiß. Der Timo, Leute, veräppelt mich nicht. Also, ich kenne auch eure Namen durchaus, ne?
Ich sagte die neuen, nicht die alten. So, okay. Ein paar Namen kenne ich dann nicht. Oh, okay, wir sind gefüllt worden. So. Ah, die ist jetzt halt so ein bisschen steil. Die ist so, was haben wir, 32. Die ist ein bisschen steil. Mal gucken, was ich jetzt damit jetzt mache. Das ist hier M5. Weiß nicht, ob ich den gut finden soll. Ehrlich gesagt. M15, wie sieht der aus? Ja. Könnte schon noch funktionieren. Drückt aber natürlich jetzt schon so ein bisschen darum. So, das heißt, skalieren. Ich bin jetzt hier mit einem Viertel drin, ne? Also tut erstmal nicht weh und gibt mir vor allen Dingen eigentlich die Chance, bis hier runter zu skalieren. Die Frage ist, will ich das jetzt? Weil natürlich halt hier jetzt schon auffällt, M15, ja, ziemlich roter Außenstab, kleiner Innenstab und jetzt sind die Jungs und Mädels, die da oben das Ding runtergedrückt haben, hier scheinbar wieder aktiv geworden. Das heißt, die könnten das schon hier versuchen fortzusetzen. Von daher weiß ich nicht, ob ich den jetzt festhalten soll hier in Long. Ja, als Impuls von hier unten nach hoch war okay. Ah, da muss halt schon ein bisschen was nachkommen. Ach, das ist immer das, wenn man zu viel irgendwie dann am Rande noch erklärt. Weil, hätte ich die vorher gesehen, das Ding hier, 2 Minuten, hätte ich die Order weggemacht. Und so, zumal halt hier auch im Orderbuch nichts, ne? Nichts zu sehen von irgendwelchen ambitionierten Bullen. Von daher gehe ich fast davon aus, dass der mir hier gleich um die Ohren fliegt. Da, hier ist nochmal der Kleine von vorhin. Jetzt war ich zu langsam. Mal gucken, ob der jetzt hier echt ist, ob der bleibt und auch aktiv bleibt. Den hätte man nämlich jetzt hier gerade schon, da ist er, ne? Und wenn der rausgedrückt wird, kann man es vergessen. Also, dann haben die Bären hier erstmal nämlich die Hosen an. So, 34. Das meine ich mit, oh, jetzt war ich zu langsam. Den hätte man direkt, also halt hier in der Nähe, das waren 2 Punkte, 2, 3 Punkte vor der großen Order, hätte man den eigentlich direkt kaufen müssen. Und hätte dann hier jetzt auch. Da, an der Value Area, wo wir gerade hier von unten andotzen, hätten wir den auch schon wieder auflösen können. Da wären wir erstmal bei Null. Aber okay. Mal gucken, was er macht, wie er damit umkommt. Umkommt. Ich hoffe es nicht, wie er damit umgeht. Okay. Sind ja doch also einige neue hier auch dabei. Das freut mich. Nee, das hilft mir immer so ein bisschen halt auch zu wissen, wie weit ich ausholen muss mit Erklärungen, die für mich halt selbstverständlich sind und auch für diejenigen, die das schon ein paar Mal dabei waren und die das dann halt auch verstehen. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein mit dem DAO, was ich da gerade erklärt habe, damit man das nochmal ein bisschen besser versteht. So, ne, siehst, ach, den hätte man halt hier. Na egal, wie gesagt, ich war halt zu langsam, aber man sehe es mir nach, dass halt Denken und Reden nicht unbedingt was ist, was jeder kann. Ist ein Vorteil, wenn man es kann, ja. So in jeder Lebenslage ja generell. Und aber beim Handeln hier im Webinar. So, also. Ich würde jetzt halt hier auch Folgendes machen, wenn der jetzt halt hier nochmal rauf geht, nochmal versucht, hier über das Ding halt hier wegzukommen. Und da würde ich den erstmal wahrscheinlich dicht machen. Ne? Jetzt hier mit einem Punkt Minus. So, komm, weg damit. Ne? Weil gefällt mir nicht, also raus. Lieber ein Punkt Minus als irgendwie gleich womöglich hier 40. Da habe ich keine Lust drauf.
So, mehr war es ja auch nicht. Das ist ja noch okay. Ne? Ja, ein bisschen tricky. Also, ich lasse den jetzt mal hier kurz in Ruhe, weil mir nicht klar ist, was das hier werden soll, ehrlich gesagt. Ne? Also, was mir halt hier echt nicht gefällt, ist halt diese lange rote M15 mit dem Innenstab, mit der Tatsache, dass von oben nochmal draufgedrückt wurde, knapp vor der Eröffnung. Gefällt mir nicht. Ich würde da schon, und vor allen Dingen, man sieht hier nicht viel. Ich meine, hier hatten wir den einen Käufer jetzt nochmal gehabt. Da kommt aber nichts nach, ne? Da kommt einfach nicht wirklich was nach bisher. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu ungeduldig, das kann sein. Aber so einen richtigen Kaufdruck sehe ich noch nicht. Auch wenn ich generell immer noch ein Freund bin von der Long-Tendenz. Aber er hängt ja hier auch nur an der 566, ne? So, okay. Also, ich gehe nochmal zurück. Dann erkläre ich das nochmal mit dem DAO, warum das jetzt halt so war oder was halt das Prinzip ist, was dahinter steckt und warum das eigentlich relativ verlässlich ist. Also folgendes, wir hatten halt hier, also generell, ich nenne es mal Paritätsumkehr, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber das Prinzip einfach von der Tatsache, was vorher Widerstand war, wird später Support und umgekehrt. Ne? Und das ist eigentlich das Hauptprinzip und das funktioniert halt auch sehr, sehr verlässlich. Und das liegt hier natürlich ganz klar zugrunde, weil, wenn man sich das hier mal anguckt, also ich habe einen Live-Chart gar nicht freigegeben, ne? Fällt mir gerade auf. Das hier übrigens ein Add-on, wenn man das hat, mit oder ohne Lizenz, mit Lizenz kriegt man von mir auch immer wieder während des Tages mal irgendwie neue Linien oder halt auch mal ein Trade Setup. Wobei ich das halt hier so nebenbei mache. Und aber es sind halt die Linien aus dem Block. Und wenn man keine Lizenz hat, ich habe das jetzt hier freigegeben, ist das für alle, die jetzt halt im Webinar hier dabei sind, die können dann halt, die haben die Linien in Echtzeit auch im Chart. Also alles, was ich hier zeichne, ist dann halt auch in eurem Chart zu sehen. So, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal den Widerstand jetzt hier mal einzeichne. Wir hatten hier ja gestern halt ein Gap. Ja, ein bisschen dicker, damit man es auch ein bisschen besser sieht. Dann kam schon. So, was da im Hintergrund Geräusche macht, das ist die Aktualisierung. Das heißt, die ist jetzt auch bei mir auf meinem Handelsserver angekommen, weil ich die Linie halt, ne, die sieht man jetzt hier, um es kurz mal zu zeigen. Ah, ne, Quatsch, da habe ich ja nichts geändert. So. Eins nach dem anderen. Also, wir hatten hier einen Widerstand. Ne? Ja, jetzt hat es leider automatisch grün eingefärbt, aber ist egal. So, hier sieht man das Gap, ne? Ganz deutlich. So, und das heißt, ein Gap, ein Abwärtsgap wie hier, ist erstmal immer ein Short-Signal. Entsprechend, zack, ging es dann gestern auch mal runter. So weit, so gut. So, und dann sieht man halt hier stundenlang immer wieder da dran gelaufen, kam nicht weiter. Dann hat der Markt Anlauf genommen, rennt durch diesen Widerstand durch. Ne, also hier so, das war sehr verhalten. Von daher, das war noch nicht deutlich genug. Dann kam die Kasse und hat das Ding gekauft. So, und zwar ordentlich. So, und das heißt, zumindest mal während der Kassazeit wurde dieser Widerstand einfach nur gekauft, ja. Und es gab keine Rückbestätigung. Und das heißt, es ist hier einfach durchgelaufen. Und wenn ich halt davon ausgehe, dass halt ein Widerstand auch zum Support wird, und dann muss ich ja halt dann auch irgendwo implizieren, dass wir überhaupt auch nochmal dahin laufen. So, und das ist ja jetzt dann halt passiert. Das heißt, wir sind ja jetzt zu dem ehemaligen Widerstand hier erst zum ersten Mal zurückgekommen, nachdem wir halt mal ein paar Meter davon entfernt waren. So, und infolgedessen hält das. Ne? Das ist halt wirklich in aller Regel so. Also, dass der jetzt hier da eben so einfach drunter klatscht und wieder drunter schließt, sehr, 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 sehr selten. Und das finde ich halt einen der verlässlichsten Handelsansätze, die man halt haben kann. Man kann es halt auch begründen einfach, also beziehungsweise wir hatten es hier auch schon mal so ein bisschen diskutiert, warum das wohl so ist. Und die einzig logische Erklärung dafür ist, und das sieht man wirklich sehr, sehr, sehr oft auch,
Das ist dann, wenn zum Beispiel halt hier Short-Positionen waren, ja, die dann halt nicht aufgelöst wurden. Und jetzt ist ja zum Beispiel eine Bank, Institution oder was auch immer, die halt mit größeren Positionen unterwegs ist, die handeln ja nicht unbedingt mit einem 5-Punkten-Stop-Loss, ne, sondern die haben ja, halten ja immer die Füße still, und legen dann an anderer Stelle dann halt als Beispiel auch mal wieder nach. Sicherungsposition, ja. Wenn es, wie gesagt, es ist nur eine Theorie, es gibt bestimmt noch ein paar andere. Aber, und wenn jetzt zum Beispiel der Markt dann halt nochmal an den ursprünglichen Entry dann halt kommt und man sieht, ey, das war kein gutes Kauflevel, was macht man? Man löst die Position auf. Ja, entweder mit kleinem Verlust oder halt Null oder Mini-Gewinn oder wie auch immer. Und das, wenn man das dann halt mal da rein projiziert, das heißt, hier wurden Short-Positionen überfahren. So, die halten die Füße still. Dann gibt es eine Chance, der Markt kommt nochmal runter und dann gibt es die Chance, die Shorts einfach loszuwerden, ja, weil halt eben die Richtung ja augenscheinlich irgendwie falsch ist. Ja, dann löst die Shorts auf. Und was passiert? Der Markt macht genau das, reagiert nach oben. Und das ist halt entsprechend eine Idee, die dahinter steckt, warum das halt wirklich mal rein technisch betrachtet, also mit technisch meine ich jetzt nicht hier zeichentechnisch, ne, sondern halt handelstechnisch betrachtet, warum das durchaus Sinn ergibt, beziehungsweise inwiefern das halt da auch zusammenpasst. Und vor allen Dingen, man sieht es ja ständig auch, ne? Und egal in welchem Timeframe, und weil hier kam nämlich auch die Frage, ist das nur im H1 so? Nein, das ist absolut überall so. Da kannst du ein Timeframe aufmachen, welchen auch immer, das ist überall das gleiche Prinzip. Kann ja mal zum Beispiel hier nochmal, wenn ich jetzt mal zurückgehe, auf den DAO. Ja, also wie gesagt, ne, man sieht jetzt hier, Kauf, ich warte mal noch kurz. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier nochmal reinkomme, ist aber auch nicht schlimm, weil es war jetzt zumindest mal ein Entry dabei und ja, auch was positiv gehandelt und ich kann hier auch keine Position jetzt mehr eine Stunde lang hier im Webinar begleiten. Von daher ist es schon okay. Was mir ja schon fast immer wichtiger ist, wenn ich dann halt sehe oder halt befürchte, dass dann halt einige dann in der falschen Richtung unterwegs sind, und wenn ich hier den einen oder anderen davon abgehalten habe, Short zu gehen, finde ich das auch schon gerade richtig gut. Weil dafür sind solche Geschichten ja dann auch da, ne? Wie man sieht, so, ich halte hier die Maus fest, ne? Weil ich kann nicht klicken und reden und denken gleichzeitig, es funktioniert nicht. Ah, es ist so lustig. Okay, also, ich gehe mal hier auf den, um die Frage nochmal aufzugreifen, funktioniert das nur im H1 so? Schnappen wir uns mal den Daily. Mal genau das Gleiche halt sehen. Also, vielleicht jetzt nicht unbedingt die fehlt halt noch. Ja, also, Dauer Daily, da fehlt, der fehlt noch. Den werden wir auch noch sehen. Und deswegen müssen wir jetzt nicht irgendwie gleich die Oma verkaufen und Short gehen, aber das passt. Und ich habe halt hier so einen ganz langweiligen Kandidaten wie den SMA 20 drin. Ja, und wenn man jetzt mal sich das mal anguckt und sagt, okay, hier war ja ein Widerstand, der ist gekauft worden, dann will ich den auch wieder bestätigt haben, nach dem Prinzip, was der Hilger da gerade erklärt. Ja, das war, ist zwar jetzt nur einmal getestet, ist nicht so tragisch, ne? Nee, Quatsch, hier zweimal, zack, und dann drüber. So, und wenn er dann nachher da runterkommen sollte, keine Ahnung, kann ja heute passieren, kann morgen, kann auch noch dauern. Und dann wird man sehen danach, so, huch, dann wird man sagen, ey, SMA 20 hat das Ding gerockt. Der liegt aber gerade nur ganz nett hier passend dazu. Mehr halt nicht. Und aber trotzdem, ne, wenn es halt dazu passt, why not? Und dann wird es aber so aussehen, mal angenommen, wir würden jetzt halt hier so einen kurzen Mini-Flash-Crash halt kriegen. Einmal runter und dann halt nochmal hoch. Und dann würde es wirklich so aussehen, als steckt er halt nur im SMA 20, wenn man sich diesen Widerstand nicht einzeichnet. Ja. Aber das ist jetzt noch Theorie, das ist noch nicht passiert, aber wenn man jetzt hier einfach mal rückwärts geht, sieht man überall Widerstand, 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 ne? Und dann halt gekauft, weggelaufen, zurückgekommen, bestätigt und weiter geht die Reise. Hier, Widerstand, mehrfach, gekauft, kommt zurück und weiter geht die Reise. Und das geht im ganzen Bild so. Natürlich in die Short-Richtung genauso. Aber das kann man halt so lange zurückspulen, wie man will. Hier auch. Kann ich blind reingreifen. Hier Widerstand,
Mehrfach, mehrere Tage gehalten. Dann wurde es gekauft und dann halt hier bestätigt und dann geht es weiter. Und hier nochmal. Ne? Das sind dann halt einfach, so kann man auf diese Art und Weise, kann man Support und Resistance wunderbar ausfindig machen. So, also wie gesagt, das geht wirklich in allen Timeframes. Also vielleicht nicht in allen so genau und so verlässlich, aber natürlich, je größer der Timeframe, umso verlässlicher ist es natürlich auch. Das ist ja auch klar, ne? Weil auf einer Minute kann sich auch mal einer kurz verklicken und gibt mal irgendwie mal kurz eine falsche Position in den Markt und dann stehen wir plötzlich 50 Punkte tiefer und 2 Minuten später stehen wir 55 Punkte höher. Also da, ja, ich weiß, das hört sich so einfach an. Das Ding ist, das Verrückte ist, es ist ja auch eigentlich einfach. Aber aber es dann halt so zu machen, liegt ja dann eher irgendwie dann doch an einem selbst, ne? Also das heißt, man muss ja dann halt auch manchmal einfach Geduld haben, ne? Und dann irgendwie nicht die Nerven verlieren und vor allen Dingen nicht zu groß positioniert. Und wenn aber zwei Sachen zusammenkommen, zum Beispiel zu groß positioniert, plus keine Geduld, dann ist es halt auch schwer, das so umzusetzen. Ne? Das ist halt klar. Haben wir gestern auch gesehen, da war halt irgendwie im DAO ja dann halt auch die ist ja auch ewig nicht angelaufen, die Geschichte hier. Und plötzlich geht es dann halt los, ne? Und dann rennt es halt durchs Dach. So, sieht im Nachhinein total einfach aus, ne? Wenn man aber davor sitzt, das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden, bis er es dann im Endeffekt wirklich mal gemacht hat, ne? Und dann halt wirklich losgelaufen ist. Und das muss man halt erstmal aushalten. Und das ist, glaube ich, immer eher das Problem. Also es ist nicht wahnsinnig schwer eigentlich. Man scheitert dann höchstens an sich selbst. Ne, Heiko, gibst du mir wahrscheinlich auch recht. Der Heiko Behrendt ist nämlich hier auch mit dabei. Und der ist ziemlich, ich finde den Heiko immer richtig gut in seinen psychologischen Ansätzen, in seinem Coaching halt. Gut, so, ich glaube, ich kriege hier nichts mehr gerissen, ne? Ist so ein bisschen weggelaufen. Habe mich hier ein bisschen arg verquatscht. Aber wie gesagt, wenn halt jetzt dabei rauskommt, dass jemand, der halt felsenfest von Short überzeugt war, vielleicht mal eher was mitgenommen hat, ist es ja auch in Ordnung. Ja, der Heiko schreibt hier, ja, so ist es, halte daraus nicht meine Stärke. Ich meinte ja nicht dich, ich meinte generell. Ja, der Heiko hält selten länger als 5 Minuten Trade. Das stimmt schon. Aber ist ja okay, ne? Der Heiko kommt aber dann auch nicht auf die Idee zu sagen, oh, heute mache ich mal irgendwie hier 300 Punkte Trade im DAO. Also, wenn ich dem Heiko davon berichte, sagt er immer, boah, ich bin beim Mittagessen, nö, ich bin schon irgendwie 2 Stunden, mach schon wieder was ganz anderes. Das muss halt dann auch zu einem passen. Ne? Und wenn man halt eben dann eher so jemand ist, der nach einer Viertelstunde nervös wird, dann muss man halt skypen. Klar, dann darf man nicht solche Geschichten halt machen. Aber dann kann man das ja trotzdem ummünzen, dann irgendwie auf seinen Timeframe, der dann halt vielleicht bei 1, 2, 3 Minuten oder wo auch immer liegt und halt eben sich dort dann halt versuchen, das auf die gleiche Art und Weise rauszuziehen. Ne? Also wenn man diesen Ansatz, ich meine, sollte ihn jetzt nicht blind handeln, man sollte ihn schon verstanden haben und halt auch ein bisschen mal erprobt haben. Aber generell, wie gesagt, ich finde es halt einen guten Ansatz. So, also hier nochmal das Level, was ich vorhin hier aufgegeben habe. Oder? Ich glaube, es verpasst. Moment. Ja, den hätte man im Nachhinein, ne? Im Nachhinein ist vor allen Dingen super einfach zu sagen, hätte man. Nee, ich sehe nur hier gerade, ich habe ja gesagt, da bin ich ja mit -1 raus. Wollte ich jetzt gerade sagen, hätte man drin lassen können. Hat mir aber nicht gefallen. Ne? Also auch wenn die generelle Richtung für meine Begriffe ja unverändert long ist, ich brauche ja irgendwo so ein bisschen mehr Bestätigung. So, und die Kerze danach, ne, wo wir hier halt dann halt nicht direkt nochmal runter sind, und die danach, die wäre es dann halt gewesen, dann zu sagen, gut, okay,
Hier unten war wohl doch nichts, also versuchen wir es nochmal auf der Oberseite. So, und klar, wenn man todesmutig ist, kann man natürlich jetzt auch sagen, ey, da unten passiert doch nichts mehr. Und hier, die 566 wurde schon wieder gekauft. Da kann ich auch hier long gehen, weil ich ja eh weiß, dass der da oben rauskommt. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es definitiv nicht. Ja, es könnte sein, wenn man sich die Stunde mal anguckt, dann will ich aber dann eher sagen, da warte ich mal die Stunde ab. Also, um da ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Die Stundenkerze hier ist keine Stundenkerze, es ist ein Platzhalter für eine Stundenkerze. So muss man es immer sehen. Und was das nachher wird, das weiß nur der Wind. Also, das heißt, was wir hier sehen, ist relativ viele kurze Kerzen davor und jetzt eine, die versucht, sich wieder halt hier über der 566 zu halten. Die würde jetzt natürlich am liebsten da oben, oder ich würde, wenn ich jetzt long wäre, hätte ich natürlich am liebsten, dass die halt genauso im Markt steht wie das Ding hier von gestern. Das ist nämlich die Öffnungskerze von gestern. Und dass wir halt einfach nochmal hier oben schließen. Sähe gut aus, wäre auch schick. Ich weiß es aber nicht, ne? Aber, und sag mal, wenn das passiert, ja, wenn wir nochmal halt hier so ein Ding wie gestern kriegen, dann gehe ich da auch long, lass den Stop ein bisschen größer und den Rest vom Tag lege ich die Füße hoch und guck mal, wie die sich da die Köpfe einschlagen. Aber dann habe ich ja zumindest halt dann eine viel deutlichere Bestätigung. Und so kann es jetzt noch alles werden. Wenn nämlich jetzt die Jungs, die ich halt und Mädels, sehr aufpassen, das korrekte Gender, die korrekte Genderpolitik hier einzuhalten. Nein, Quatsch, aber ich weiß ja halt auch, dass natürlich auch einige nicht nur Damen anwesend sind, sondern halt auch viele Händlerinnen entsprechend halt auch bei den Vereinen halt sitzen. Und von daher ist es schon legitim. Also, was mir aber halt auffällt auch, ist, dass wir halt hier immer noch die 15 Minuten die Abwärtsbewegung haben von der Eröffnung. Und seither ist nichts passiert. Seither schweben wir nur in dieser Abwärtsbewegung drumherum. Nichts sonst. Ob das jetzt hier unten Short-Auflösungen waren, von denen, die das hier gebaut haben, ob das echte Käufer waren, keine Ahnung. Und es besteht einfach die Gefahr, dass die, die das angefangen haben, um Punkt 9, es um kurz vor 9 fertig machen. Und das heißt, dass die nochmal auf den Knopf drücken und wir gleich da unten stehen. Und egal, wie die Stundenkerze, die unfertige, der Platzhalter jetzt aussieht, das, was es werden wird, das sehen wir in 5 Minuten. Ne? Und deswegen, wie gesagt, kann sein, dass da oben raus brettert. Dann müssten wir aber halt auch hier schleunigst über die Eröffnung da oben drüber. Das heißt, wenn wir jetzt halt hier sehen, zum Beispiel, wenn jetzt eine größere Order halt kommt und hier plötzlich sich der Markt lang macht, ohne halt irgendwie noch großartig zu zucken, dann wäre das schon eher ein Punkt, wo ich ja sage, gut, okay, da versuche ich mal mitzugehen und mal rauszufinden, ob wir nicht dann hier oben wirklich dann halt auch landen werden. Ja, weil dann waren das hier unten vermutlich nicht nur irgendwelche Short-Auflösungen, sondern halt schon mit bisschen mehr dahinter. So, noch passiert aber nicht viel. Warum schalte ich denn hier immer um? Beziehungsweise noch kann man eigentlich. So, noch passiert aber nicht viel. Keine neuen Tiefs, keine neuen Hochs. Also seitwärts. Mehr ist noch nicht zu sehen. So, aber das wäre aber auf jeden Fall trotzdem, da würde ich sagen, gut. Na, weil wir halt hier die 566 nochmal gekauft haben, das Kauflevel von gestern. Da stehen wir erstmal halt drauf. Und das heißt, wenn wir jetzt hier oben rauslaufen sollten, eigentlich gehört die Order hierher, ganz klassisch betrachtet, über die letzten Hochs. Aber es ist natürlich dann vom Risiko. Also wenn man skaliert macht, ist es eigentlich egal, weil ich mich ja dann halt auch in meine Position zurechtbauen kann. Aber wenn man halt schnelles Ergebnis will, dann ist möglicherweise die Stelle nicht so gut, weil sie halt sehr offensichtlich ist. Ne? Weil es hier einfach die letzten Hochs halt sind.
So, trotzdem ja, genau hingucken, ob das jetzt was wird oder nicht. So, hier ist auch, da ist ja wo Violett, da sind wir auch in der 8-Uhr-Bewegung drin, in der, ja, das ist die 8-Uhr-Eröffnung, die halt auch long gewesen ist. Da versucht sich gerade wieder rein zu mogeln. So, ich versuche halt hier, wenn das denn macht, so nah wie möglich halt da dran zu kommen. Nicht, weil ich jetzt nicht unbedingt, also ich sage es mal andersrum, wenn ich jetzt eine Position irgendwie für den ganzen Tag hier suche, wäre es mir egal. Aber ich versuche natürlich jetzt hier im Webinar halt möglichst das Ding halt auch noch in ruhige Gewässer halt zu kriegen. Und was? Transquer? Ach so, ja. Nee, die lassen wir hier weg. So, also geht's hier die Hochs nochmal an, wie man sieht. Okay, dann gucken wir mal, was das wird, ob er das wirklich schafft, nach oben aufzulösen. Zum Ende der Stunde hin. Also nach dem Test von der Eröffnung sieht es ja schon so ein bisschen aus. So, ich mache den mal hier tiefer. Wie gesagt, das ist halt hier ja nur eine Viertelposition. Ne? Dann könnte ich auch hier das nochmal skalieren. Brauche ich aber jetzt erstmal nicht. Ne? Das ist halt das Problem. Das ist halt offensichtlich. Das ist klar. Deswegen reagiert es jetzt hier erstmal. Aber in Anbetracht des Timings, 2 Minuten vor Schluss. Ne? Eigentlich hatten wir auch schon mal hier im Webinar, wo ich gesagt habe, ey, nicht den ersten. Warte ab, bis er einmal da oben dran gedotzt hat und dann nimm den zweiten. Weil wenn er jetzt nochmal da hochläuft, dann läuft er auch weiter. Und weil so heißt es ja auch erstmal, ne, wenn jetzt hier Short-Positionen waren, da haben jetzt halt einige wieder aufgelöst, beziehungsweise halt, wenn hier Stops gefüllt werden und dann geht auch mal das Volumen da oben halt so ein bisschen aus. Und deswegen ist da jetzt die Reaktion auch erstmal völlig in Ordnung. Sollte halt jetzt nur nicht unbedingt dann halt in der letzten Minute dann halt nicht hier unten rausfischen. Dann wäre es ein blöder Vorführeffekt, aber dann kann ich es halt auch nicht ändern. Also ich würde mich davon noch nicht mal abschrecken lassen jetzt. Ne? Also im Normalbetrieb, sage ich mal. Im Normalbetrieb hier gehört das Ding hier hin. Da unten irgendwo an die letzten Lows und da würde ich mir halt angucken, kriegt er die hier nochmal gekauft? Halten die oder halt nicht. Ne? Aber es hat hier für Scalping muss es ein bisschen schneller gehen. Und hier in Rot zu enden, ist nicht gut. Ist nicht gut. Aber wir stranden zumindest mal genau an der 8-Uhr-Eröffnung. Das heißt, 9-Uhr-Kerze. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das ein Innenstab ist oder nicht. Was ist denn jetzt ein Innenstab? Nee, das ist auch nur ein Innenstäbchen. Also, ich würde sagen, unentschieden ist die ganze Geschichte hier ausgegangen. Die Reaktion ist normal. Also rote Stunde. Erstmal ein paar Punkte in Rot wieder weiter. Es ist völlig normal. Aber halt, da wir hier halt auch schon vor 8 Uhr dann auch schon hier ein paar Käufer hatten, hier jetzt auch nochmal deutlich einfach rauskippen wird es wohl eher nicht. Ne? So ist das ist natürlich echt schade. Ne? Das sagt der Heiko jetzt wahrscheinlich. Ja, das sind genau die Dinge, die ich früher gemacht habe. Ja, da muss man eigentlich Short gehen. Beziehungsweise man muss nicht unbedingt Short gehen, aber erstmal abwarten. Aber vom Prinzip her ist ja auch genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist eigentlich zu offensichtlich, ne? Da oben über die Hochs. Eigentlich nicht, aber es hätte jetzt trotzdem sein können, dass er mit dem Abschluss der Stunde das Ganze halt dann halt zumindest mal einmal kurz da an die Eröffnung halt nochmal zurückläuft. Aber okay, es kam halt nichts mehr nach. Und von daher war das jetzt ein doofer Entry. Und wahrscheinlich kriege ich den jetzt auch hier bis vor Abschluss des Webinars auch nicht mehr zu. Aber ist ja nicht schlimm. Ich denke mal, die Eröffnung, die liegt zu nah, um sie nicht nochmal zu testen. Und auch wenn wir jetzt hier auf der Unterseite nochmal
bisschen hin und her laufen. Wir haben aber generell, also um das vielleicht jetzt hier auch mal so ein bisschen abzuschließen, mal hier. So, sollten wir da hochlaufen, will ich da oben raustrailen. Das wäre die 634. So, aber ich lasse den jetzt erstmal auf und gehe nochmal zurück auf die Übersicht. Genau. So, hier sieht man ja deutlich, ne, dass halt die 566, die wurde ja jetzt nochmal bestätigt. Ist zwar leider nicht so lang, die Kerze. Ich hätte natürlich gerne gehabt, dass wir hier nochmal so eine schöne weiße bzw. grüne, was auch immer, bullische Kerze dann halt da oben stehen haben. Hat er jetzt nicht gemacht. Trotzdem ist aber das hier halt verteidigt worden. So, das heißt, die Käufer sind von gestern sind noch da. Und deswegen würde ich da mal auch ganz getrost davon ausgehen, dass das nicht einfach hier unten jetzt durchfällt, die nächste Stunde. Das heißt nicht, dass das nicht im Laufe des Tages kann. Aber das hier mal ein bisschen enger zusammenrafft. Und dann sieht man aber auch, ne, dass hier zum Beispiel ist das gleiche Prinzip, ne, Widerstand, 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 gekauft. Und dann halt hier, ne, die Bestätigung. Das Prinzip ist immer das gleiche. Und man, auch hier, ne, wir hatten es vorhin beim DAU, hier sieht man es ja dann auch nochmal ganz deutlich, funktioniert. Ne? Und das heißt, die hier aufgegeben haben oder sich angeschlossen oder durchgesetzt haben, das hier rauszukaufen, die gehen nicht einfach jetzt nach Hause und sagen, ja gut, da hatten wir den DAX halt bei 14,8 und jetzt können wir dann halt irgendwie einen Crash machen. So funktioniert es nicht, sondern die nutzen ja eher die Gelegenheit dann nochmal zu sagen, gut, dann decken wir es hier nochmal ein. Ob die dann nachher halt das Ding dann halt für sich entscheiden können und wir dann halt nochmal ein neues ATH machen, das weiß ich natürlich nicht, ja. Aber was man halt weiß und sehen kann, einfach daran ist, wo die Marktteilnehmer halt sitzen, wo die Interessen auf einander treffen. So, mehr muss man ja gar nicht wissen. Da geht man dann halt ein Stück weit mit und dann ist gut. Ne? So, mehr braucht es nicht. Und mein nächstes Target wäre jetzt hier, ich muss das auf der Stunde mal angucken. Klar, das nächste High wäre natürlich gleich schon wieder hier oben die 683. Kann sein, ne? Also auf jeden Fall. Das ist das, wo natürlich jetzt halt ein Bullenmarkt gerne hin möchte. Das nächste Hoch überbieten, das ist hier oben, ganz klar. Soweit würde ich aber jetzt erstmal gar nicht denken, sondern ich würde hier auch erstmal auch hier zur Targetbestimmung das gleiche Prinzip anwenden, wie das für die Entry-Bestimmung. Ja, hier unten hatten wir halt entsprechend den Widerstand, der gekauft wurde. Und hier oben haben wir Supports, die verkauft wurden. Das heißt, wir stehen hier, sieht man ja, Support, die 463. Ich mach's mal ganz kurz hier, zeichne ich das mal ein. Da steht der Markt von gestern drauf. Wenn man es mal ganz genau macht, nimmt man hier die Peaks. Ich nehme mal lieber halt Schlusskurse oder versuche halt entsprechend das halt so ein bisschen zu genauer zu betrachten, wo wurde denn letzten Endes überhaupt gekauft. So, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, nimmt sich hier die Peaks, dann haben wir hier gestern den Support, ja, und der plopp wurde verkauft. So, und das heißt, die nächste plausible Bewegung geht dann auch bis dahin. Nämlich dann halt hier bis zur 627. Weiter würde ich da jetzt erstmal gar nicht rechnen. Das heißt, hier die Kassaeröffnung, die wir hier haben, die sollte nicht halten. Also nur dahin und dann runter Short, eher nicht. Viel wahrscheinlicher ist dann halt, dass wir halt hier da oben das mal antesten, über die 8 Uhr Bewegung hinausgehen und dann halt mal gucken hier, wie es weitergeht. Das sind auch jetzt gerade mal irgendwie nur noch irgendwie 30 Punkte bis dahin. Das ist ja auch kein Hexenwerk. Und das kann der auch schaffen. So, gehe ich nochmal zurück. Und mache den jetzt hier erstmal zu. Ne? Einfach aus dem Grund, weil das Webinar vorbei ist. Und ihr könnt euch ja dann irgendwie angucken, ob das Ganze passt. So. That's it. Ne, weil ich weiß jetzt halt nicht, schaffe ich das noch irgendwie in 5 Minuten? Und ich würde natürlich jetzt im Normalfall da drin bleiben, aber ich mache jetzt hier erstmal flat, auch wenn das jetzt irgendwie nur ein Punkt war. Aber ist ja völlig okay. Das ist dann der kleine Verlustpunkt von vorhin. Plus die 12, 13 davon vorher ist es doch
Okay, es ist nicht optimal, keine Frage. Also die ganzen Trades, die ich da irgendwie die letzten Tage in der Gruppe da halt losgetreten habe, die waren natürlich halt, also damit kann man es jetzt natürlich definitiv nicht vergleichen, aber wie gesagt, ich muss da mal drüber nachdenken, warum ich da irgendwie regelmäßig überfordert bin, irgendwie das zu handeln, was ich erkläre, beziehungsweise halt, warum ich selber immer irgendwie die Entries verschlafe. Von dem Ganzen, dass es nicht so viel reden muss. Aber nichtsdestotrotz passt das schon so. Gut, also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und auch die Neuen hier in der Gruppe vielleicht auch mal irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht was Neues gelernt, vielleicht auch nicht oder sehen sich bestätigt in dem, was sie schon kannten. Da wurde ja auch vorhin die Frage gestellt. So von wegen, welche Gruppe ist das? Und das ist, ich kann mal kurz versuchen, das hier einzublenden. Ja, geht. Oh, das ist in jedem Fall, ist es halt die, also das hier ist der Blog, ne, den ich halt jeden Tag da halt irgendwie dazu schreibe. Und dieser Blog erscheint in der Facebook-Gruppe. Jetzt habe ich nur die Befürchtung, wenn ich da draufklicke, gehen da irgendwelche privaten Nachrichten auf. Ja, also Facebook Traders Club. Deswegen gehe ich mal hier nochmal ganz kurz zurück, weil natürlich wäre natürlich blöd, wenn dann halt irgendwie irgendwelche privaten Nachrichten von irgendwelchen Leuten da aufploppen. Aber um die Gruppe dann halt trotzdem mal kurz zu zeigen, wie gesagt, ohne Risiko hier jetzt irgendwelche privaten Sachen oder halt, also nicht meine, sondern die von anderen halt preiszugeben. Deswegen habe ich das mal kurz hier gerade mal weggemacht. Also, das ist halt die Gruppe. Ja. Ja. Traders Club, Stereo Trader. Und dort haben wir dann halt hier immer noch ne, der Blog und dann, wo halt ein allgemeiner Austausch stattfindet. Und ansonsten dann halt entsprechend die Trades dann halt dazu. Hier Trades Only Montag. Ja, das war halt gestern. Und da stehen dann halt solche Geschichten drin. Ne? So, ich hoffe, das ist für die anderen okay auch, dass ich es hier zeige. Ne? Hier war dann zum Beispiel der Dow Long genau bei 526. Und der ist dann entsprechend halt in allen Details dann halt da beschrieben. Und so läuft es da halt ab. Also wie gesagt, wer da rein möchte, ne, hier gibt es dann auch mal Bilder dazu. Und manchmal gelingt es mir ausführlich, manchmal fehlt natürlich auch die Zeit. Aber wie ihr seht, ich bin hier nicht der Einzige, sondern eben halt auch diverse andere, die ihre Trades posten. Und da sind wirklich einige richtig gute dabei. Gut, also alle herzlich gerne eingeladen, kostet nichts. Und auch mein Blog kostet nichts. Und wer aber damit was anfangen kann, aber das ist eine Sache, die ist im Blog dann auch nochmal erklärt. Der kann halt das frei auf freiwilliger Basis machen und kriegt dann dafür eben auch das Live-Chart-Add-on, womit man dann halt auch die ganzen Levels von mir dann entsprechend auch in Echtzeit im Chart sieht. So, das war's von meiner Seite. Und danke, dass ihr dabei wart. Der Wolle ist jetzt auch wach. Ich bin die ganze Zeit wach, ja. Ja, tut mir leid heute Morgen, aber mein Ja, Laptop alles war gut. nicht so, wie ich das meine möchte und konnte keine Verbindung herstellen. Das Problem kennst du, glaube ich. Und da musste ich auf meinen Arbeitsplatz umspringen und das ging ja nicht ganz so fix. Also Ja, sorry passt schon. nochmal auch an die Neuen, die dabei sind. Normalerweise läuft das recht, ja, termingenau. Ja, Das stimmt, aber das trotzdem stimmt, das vielen, stimmt. vielen, vielen Dank für die Geduld auf jeden Fall. Ja, alles gut, kein Thema. So, also Okay. ich sag, du hast gleich das letzte Wort, Wolle. Ich sag schon mal Tschüss an die ganzen Teilnehmer. Natürlich danke auch an dich, Wolle. Und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Das hier gibt es ja alle 2 Wochen. NFPs gibt es zwischendurch mal. Und aber wie gesagt, das letzte Wort hat der Wolle. Ich danke euch. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ja, Dirk, schönen Dank. Na, ich kann mich deinen Worten nur anschließen. Ja, nochmal vielen Dank für die Geduld, die Sie mitgebracht haben. Das Webinar nicht pünktlich gestartet ist. Und ja, ich wünsche allen viel erfolgreiche Trades im heutigen Tag und
Ja, man hört sich. Wiederhören, ciao.